Die Zusammenarbeit zwischen Politik und Autoindustrie funktioniert ja am vorbildlichsten in Niedersachsen. Da ist das Land ja sogar mit 20% am VW-Konzern beteiligt. Ja, VW und Niedersachsen, das ist eins. In Niedersachsen, das ist so, du bist entweder Milchbauer oder eben Autobauer. Was anderes gibt's nicht. Was ich nicht wusste, dass es dort sogar üblich ist, dass die Ministerpräsidenten ihre Regierungserklärung vorher noch mit VW abstimmen. Offenbar ist das so üblich in Niedersachsen. Und Ministerpräsident Weil hat ja deswegen gerade ziemliche Probleme. VW sagt, war alles halb so wild. Sie hätten die Rede gar nicht umgeschrieben. Es war nur ein kleines Update. Es ist nicht der einzige Ärger für Weil. Ich habe schon dreimal Weil gesagt, ja. Schreiben solche Texte. Weil gerade seine Mehrheit abhandengekommen ist. Ja, ärgerliche Sache. Eine Abgeordnete ist ja von den Grünen zur CDU übergelaufen. Elke Twesten. Von der hatte ich noch nie was gehört. Hatten Sie von der? Ich hatte noch nie was von der gehört. Elke Twesten kannte ich nicht. Jetzt, wo ich sie kenne, muss ich sagen, boah, die konnte ich ja noch nie leiden. Warum verrät die Frau ihre konservativen Ideale? Wie kann eine gestandene reaktionäre Grüne zur linksversifften Merkel-CDU wechseln? Ist doch einfach unmoralisch. Der Grund für ihren Wechsel war wohl, dass die Grünen Twesten für die nächste Landtagswahl nicht mehr auf die Landesliste gesetzt haben, nach einem Mitgliederbeschluss. Und das fand Frau Twesten unglaublich. Das geht ja auch nicht. Man kann ja nicht einen Abgeordneten einfach mit einer Abstimmung den Listenplatz wegnehmen. Wo kommen wir da hin? Ja? Das einfach, ich meine, wo kommen wir denn, wenn in einer Demokratie die Mehrheit entscheidet, wer ins Parlament kommt? Das geht nicht. Twesten selbst sagt, sie wäre nur aus inhaltlichen Gründen ausgestiegen, weil, sie halten sich fest, die Haltung der Grünen zum Thema Wolf nicht teilt. Zum Thema Wolf. Hat sie wirklich? Zum Thema Wolf. Ja, ja. Wolf. Weil die Grünen Wölfe in Rothenburg an der Wümme, da wohnt sie, nicht abschießen wollen. Deswegen lässt die eine Regierung platzen. Also ich glaube, die einzige andere Frau, bei der das Thema Wolf so viel Chaos verursacht hat, war Rotkäppchen. Das ist natürlich klar. Es ist auf der anderen Seite, es ist ein irre spannender Stoff. Die Verräterin wechselt den Partner, die SPD fühlt sich betrogen, die Grünen fühlen sich auch betrogen. Die CDU tut unschuldig, lacht sich aber ins Fäustchen. Es klingt wie eine neue Serie. Hannover. Das Dallas des Nordens. Ministerpräsident Weil hat jetzt die Neuwahlen auf den 15. Oktober gelegt. Ich vermute, er will mit seiner SPD noch den Schwung der Bundestagswahl mitnehmen. Was der arme Martin Schulz gerade durchmacht, man kann sich das auch wirklich nicht vorstellen. Also man kann es nur erahnen, diese Niederlage im Saarland, bäm. Niederlage in Schleswig-Holstein, bäm. Dann Nordrhein-Westfalen, bäm. Jetzt dieser Stress in Niedersachsen. Wie mag der Schulz sich fühlen? Wahrscheinlich so. SPD. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ja, wir sind inzwischen mitten im Wahlkampf. Die Wahlplakate wurden vorgestellt. Und ich muss sagen, ich finde sie diesmal noch einfallsloser als sonst. Alle Schlagworte, alle Themen. Arbeit, Rente, Kita, Zukunft, Sicherheit, bla bla bla. Manches kommt einem sehr bekannt vor. Sehr bekannt. Zum Beispiel dieses Plakat hier von der CDU zum Thema Arbeit. Hat man irgendwie so auch schon mal gesehen, oder? Ist das eventuell ein bisschen abgekupfert von diesem Motiv aus der aktuellen SPD-Kampagne? Ja, ich denke schon. Es ist schon sehr, sehr ähnlich. Auf beiden Plakaten sieht man jemanden, der ein Stück Holz bearbeitet. Immerhin bei der SPD ist es eine Frau, bei der CDU ist es ein Mann. So viel konservatives Profil muss dann schon sein bei der CDU.